Ich habe es hier mit mehreren Verdächtigen zu tun. Habe ich die erschossen? Ist die tot? Das hört sich so ein bisschen an, als würde sie gerade sterben. Wo ist meine Verstärkung? Howdy, Hero Maniacs. David hier. Ja, eure Reaktion auf das LSPD-FR-Video war so positiv und eure Kommentare haben mich auch sehr gefreut, die ihr unter dem Video dagelassen habt, so dass ich mir einfach dachte, ja, warum nehme ich nicht einfach noch ein Video zu LSPD-FR auf? Und ihr habt es vielleicht schon an meiner Begrüßung, an meinem kleinen Howdy bemerkt, ich bin etwas weiter im Norden dieses Mal und unterwegs als Sheriff. Ja, also, dieses Mal beschützen wir Los Santos County und ich habe mir dafür diesen dicken SUV geholt, damit wir auch im Gelände möglichst kompetent unterwegs sind. Da steige ich doch gleich mal an und nehme meine Einstellungen vor. Vehicle Engine wollen wir immer on haben, dass wir auch, ja, wie gesagt, immer einsatzbereit sind. Und ich würde sagen, an der Stelle beschleunige ich hier gleich mal und dann mache ich mich auf den Weg, ja, zurück in irgendeines dieser Landdörfer mit einem kleinen U-Turn. Jawohl, so macht es die Polizei, absolut verkehrstechnisch in Ordnung und so, alles super, naja gut. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie viel tatsächlich jetzt hier draußen am Land los ist. Ich denke mal, die Anfahrtswege werden weiter, aber vielleicht auch einfacher sein. Ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Video habe ich ja zu zwei Verfolgungsjagden nicht hingefunden, weil mir die Stadt zu kompliziert war. Ich glaube, das Problem kann ich jetzt hier nicht haben. Ich fahre hier gerade so ein bisschen wie ein Betrunkener. Alles Taktik, alles nur Einschüchterungstaktik von den anderen Verkehrsteilnehmern. So, dann schauen wir mal. Es ist ein sonniger Nachmittag in Los Santos County, würde ich sagen, also alles soweit ganz gut. Und ja, dann schauen wir doch mal. Ich hoffe, dass vielleicht auch ja, irgendwas Spannendes passiert, während ich hier unterwegs bin. Wäre sonst ein etwas, ja, langweiliges Video. Oh, ein Einsatz. Verfolgung von bewaffneten Verdächtigen. Also, Sirene an und ab geht's. Da sehen wir die roten Punkte schon. Oh, da ist schon einer angeschossen. Einer steht am Dach. Er ist runtergefallen. Ihr seht das gerade, da bin ich mir sicher. So. Oh. Der Kerl liegt jetzt hier so ein bisschen flach, würde ich sagen. Aber ich fordere an der Stelle gleich mal Verstärkung an. Und zwar alle, die ich kriegen kann. Ich habe jetzt eine lokale Patrouilleneinheit angefordert. Eine lokale Patrouilleneinheit, den Hubschrauber seht ihr da vorne. Was hat denn der gerade gemacht? Und das SWAT habe ich auch angefordert. Also schauen wir mal. Ich fühle mich hier irgendwie unsicher, wenn ich ehrlich sein soll, so im direkten Gegenverkehr gleich mal rüber wechseln. So. Ah ja, ihr seht oben offensichtlich meinen Cowboy-Hut in der First Person. Ich werde heute mal versuchen. Ja, schön, so macht man das. Ich werde heute mal versuchen, ein bisschen weniger in andere Fahrzeuge reinzukrachen, weil das nicht ganz polizeikonform ist, würde ich sagen. Alle aus dem Weg, Polizei im Einsatz. So, gleich habe ich aufgeschlossen. Sind das die hier? Ja, ich glaube, das sind die hier. Ich fordere mir nochmal eine Patrouilleneinheit und noch einen Hubschrauber an. So, und dann... Ach, mit meinem SUV habe ich natürlich... Oh! Öffnen die das Feuer?
Da ist die Patrouilleneinheit, die ich angefordert habe. Sehr schön. Also, ihr seht schon. Gut. Einmal News. Was war denn das? Und jetzt hole ich mir auch noch News Air Support. Verdammt! Ja, da fahren mir die schön davon. Sehr gut. Ah, ich habe diesen Cowboy-Flair gerade so in mir. Ich spüre es richtig, wie die Hitze und die Wüste auf mich abfärbt. So, Schießerei. Ach Gott, noch immer keine Schießerei. Wow. Was haben wir hier? Außer Gras. Zwei Helikopter, einmal Nus. Der Nus-Helikopter feuert wohl ziemlich heftig. Da habe ich offensichtlich vielleicht ein bisschen mit meiner Anforderung übertrieben. Wenn man sich das so anschaut, hier ist das SWAT-Team unterwegs in dem unmarkierten SUV. Gott, da ist ja was los hier. Die werden da gerade vorne zersiebt, wenn ich das richtig sehe. Oh, eine Katze. Puh, Glück gehabt. Katze im Kreuzfeuer. So, jetzt erstmal alle aussteigen. Wow. Wow, 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 wow. Da brennt ein anderes Fahrzeug. Ich will weg. Weg, weg, weg. Oh, da haben wir es wohl ein bisschen übertrieben. Ups. Ja. Wenn ihr gerade seht, was ich sehe, auch das ist nie passiert. Ja. Also, Notiz an mich selbst: den Nus-Helikopter nicht mehr anfordern. Dumme Idee. Ganz, ganz dumme Idee. Aber die Feuerwehr ist da. Na also, wenn die Feuerwehr da ist, dann ist ja alles gut. So, erstmal hier ein bisschen den Verkehr anhalten, dann schaue ich mir das an, was die Feuerwehr hier gerade macht. So, also, howdy Partner, was macht ihr? Alles gut bei euch? Alle tot? Wenn ich mich hier so umsehe, ist das ein Bild wahren Chaos. Aber alles gut, ich habe das unter Kontrolle. So verfährt man hier mit, ja, bewaffneten Verdächtigen. Die, ja. Die haben das verdient, sage ich jetzt mal. Die anderen sind halt ins Kreuzfeuer geraten. Kann ich auch nichts machen. Ja. Schön. Erfolgreicher erster Einsatz, würde ich sagen. Ich möchte jetzt hier irgendwie rüberkommen. Schaffe ich das? Wieder mal perfekt an die Verkehrsregeln gehalten, würde ich sagen. Nicht. Aber dann schauen wir doch mal, was hier sonst noch in der City so los ist. Mein Wagen ist ja auch zersiebt, also ein paar Schüsse offensichtlich abgekriegt. Ich bin mir nur nicht sicher, wovon. Ob das jetzt vom SWAT-Heli kam oder von den bewaffneten Verdächtigen. Da läuft eine Kuh. Kuh. Einen. Ach, da haben wir schon wieder einen Einsatz. Eieiei, dabei wollte ich gerade die Personalien von der Kuh überprüfen. Da kann man nichts machen. Die hat nochmal Glück gehabt, die Kuh. Also, nächste Verfolgungsjagd. Ist gerade nicht unbedingt so viel Verkehr. Die Nacht legt sich langsam über Los Santos County. Deshalb erstmal nur mit Licht. So, hier kurz mal Sirene an. Gut, und weiter geht's. Ja, einmal rechts ranfahren bitte, schön. Da sind wir gleich, was ist da? Wer bist du? Bist du ein Dieb? So, du. Hier. Hände hoch. Auf dem Boden.
auf den Boden. Sehr gut. Aha, einer von der Motorradgang bist du also. Tja, das ist ja sehr spannend. Also. So, da, du bist verhaftet. Komm, jetzt hoch. Wunderbar. Du kommst mit mir. Was mit den anderen ist, ist mir jetzt erstmal egal. Die sind außerdem gerade entkommen. Du stehst da einfach so auf der Straße, einfach so auf der Straße rumstehen. Das gibt's. Schön, gleich wieder die Tür zugemacht. Also einfach so auf der Straße rumstehen, das gibt's in meinem Bezirk nicht. Haben wir uns verstanden? Get in the car, keep your mouth shut. Jawohl, wunderbar. So, wo ist denn das nächste Gefängnis? Das muss ich mir natürlich auch mal genau ansehen. Oh, da ist das nächste Gefängnis. Da fahre ich doch direkt hin. Scheint nicht weit weg zu sein. Ja, dafür belasse ich das jetzt erstmal. Brauche ich keine Sondersignale. Kann ich mir auch sparen. Und dann fahren wir mal weiter. Gott, mein Wagen ist hier echt lädiert, sage ich mal. Ja, schön, wie hier die Sonne langsam untergeht über den Bergen, dem Mount Chiliad. Wunderschön einfach. Das einfache Landleben hier als Sheriff zu patrouillieren, für Recht und Ordnung zu sorgen. Zur Not auch mit Explosionen und Minigun-Helikoptern. Ja. Yeah. So wird's gemacht. So und nicht anders. Gut, dann bringe ich den Kerl jetzt hier einfach mal zurück. Stoppschild. Muss ich natürlich stehen bleiben. Und dann bewegen wir uns in Richtung Zelle. Sehr erfolgreich. Einmal ein fliehendes Fahrzeug einfach ausgeschaltet. Einmal einen Verdächtigen verhaftet, der da so auf der Straße rumgestanden ist. Von irgendeiner Motorradgang. Ich habe ja gehört, es gibt Gerüchte, dass so ein Hillbilly kanadischer Herkunft angeblich aufgeräumt hat bei den Motorradgangs. Ja. Was man nicht alles hört. Im Dorf spricht sich alles schnell rum. Naja. Während ich hier in so einem Schneckentempo vor mich hin war und immer noch wie ein Betrunkener links und rechts. Vielleicht sollte ich mal aufs Gamepad wechseln. Schneller um die Kurve fahren, das geht auch schneller. Da gleich jemanden verhaften dafür, dass er irgendwie zu langsam unterwegs ist oder was. So, schön. Na, da hätte ich auch anders fahren können. Aber gut, wenn es Navi meint, dann fahren wir halt so. Mir soll es egal sein. So, wo gebe ich den ab? Hier irgendwo? Offensichtlich hier. Muss ich da hinfahren? Jawohl. Der kommt plötzlich aus der Luft geschwebt und nimmt den mit. Sehr schön. Üblicherweise Polizeibrutalität. Erstmal wieder hintreten. Gut so. So wird's gemacht. Türe hat er natürlich offen gelassen. Sehr schön. Optimal. Muss ich jetzt aussteigen und die Türe zumachen? Nein, weil die Tür macht sich selbst zu. Okay. Magie am Werk. Besuchen Sie Los Santos County, wo Sie Magie erleben dürfen. Dann schauen wir mal, wer hier nachts so auf der Straße unterwegs ist. Vielleicht sollte ich mich an einer größeren Straße positionieren irgendwo. Mal schauen. Fernlicht an. Oh, da war eine Katze. Eine Katze. Miau. So. Oh, schon wieder. Immer diese bewaffneten Verdächtigen. Sehr gut. Gut, dass ich mir die Notiz an mich selbst gemerkt habe. Keine SWAT-Helikopter. Gerne das SWAT einfach so. Gerne normale Patrouilleneinheiten. Keine SWAT-Helikopter. So, und jetzt trifft sich's auch sehr gut, dass ich da so einen dicken SUV mitgenommen habe. Weil es jetzt nämlich über Stock und Stein geht, wenn ich das richtig sehe. Oh, ich sehe mich schon irgendwo reinkrachen. Nein, sehr gut. Also, erstmal den hier, what? Wo sind denn die hin? Seid ihr das? Ah, das könnt nur ihr sein. Anhalten, sofort anhalten. What?
Habe ich jetzt ein... Okay. Das ist ja seltsam. Auf jeden Fall, anderer Einsatz, wieder bewaffnete Verdächtige. Gibt halt aktuell nur 3 Callouts, aber ich fahre über Stock und Stein. Das knallt hier irgendwo ziemlich drastisch. Und dann schauen wir mal. Also, wo sind die? Da sind die, sehr schön. Da kann ich mich doch gleich mal annähern. Wow! Was habe ich gerade erwischt? Oh Gott, ich hoffe, ich habe keine Katze erwischt. Oh je. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich komme da nicht dran, wie es aussieht. Weg, alle weg. So, wo sind denn meine Verdächtigen? Bist du mein... Hui! Ja, ich habe jetzt gleich mal 3 SWAT-Teams und einen Helikopter angefordert. Aus dem simplen Grund, dass der Kerl an einer MG steht, die da hinten auf dem Fahrzeug ist. Nicht cool. Wirklich. Nicht cool. Wow. Ich sag doch, gleich mal SWAT mitnehmen, weil der Heli hat nicht lang überlebt. Aber ich will jetzt bitte wirklich keinen SWAT-Heli anfordern müssen, weil das ging beim letzten Mal echt nicht gut aus. Bist du mein SWAT-Team? Ach, Polizeiarbeit vom Feind. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Ganz ehrlich. Lässt du mich bitte in Ruhe? Oh. Hier wird man von den Kollegen gerammt. Hier wird man von den Kollegen vernichtet. Ganz ehrlich. Fahren können die auch alle nicht. Also, jetzt hole ich mir ein Loose-SWAT-Team. Die haben es hoffentlich mehr drauf als die eigenen Kollegen. Während ich hier so in Verfolgung bin. Ein bisschen zielen. Oh! Mein Reifen. Mein Reifen. Ich versuche da jetzt trotzdem mal irgendwie nachzukommen. Vielleicht schaffe ich es ja, den Kerl hier einfach runterzuschießen. Habe ich ihn erschossen? Oh! Mein Fahrzeug brennt! Ich will weg! Sie sind wieder in den nächsten reingefahren. Oh Gott. Sehr gut, ich habe die Pistole ausgewählt. Aber auf mich wird geschossen und ich bin irgendwie schwer verwundet. Also, da ist vielleicht der Karabiner mal etwas klüger. Da ist das richtige SWAT-Team. Da sind die Leute, die man wirklich braucht. Sehr gut. Was ist mit euch eigentlich los? Und was ist mit dem Verdächtigen los? Bist du tot? Du siehst so ein Stück weit tot aus. Press E to arrest the suspect. Nö. Das lasse ich jetzt lieber mal. Aber ich bin etwas angeschlagen. Ich habe kein Fahrzeug mehr. Ja. Ihr müsst jetzt also ganz einfach erleben, wie ich mir ein Fahrzeug herbeicheate. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Nein, 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 nein. Sheriff SUV. Den will ich, glaube ich. Will ich den? Ja, den will ich. So. Weg mit dem Trainer. Also, Trainer immer eine sehr gute Idee, wenn ihr LCPDFR... jetzt sage ich schon wieder LCPDFR. LSPDFR natürlich spielt. Ganz einfach, weil es verschiedene Probleme, die man während des Spiels hat, umgehen kann. Weil wenn ich jetzt kein Fahrzeug mehr gehabt hätte und keinen Trainer, dann wäre ich ganz schön blöd da gestanden. Ich frage mich gerade, wo die Verdächtigen überhaupt sind. Oh, da oben schwebt der Helikopter. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, behaupte ich. Ich bin hier schon die ganze Zeit nur noch am Rumrasen und am Sachen explodieren lassen. Also wir sollten es die explosivste Folge bisher nennen. Wow, das sieht richtig krass aus, ganz ehrlich. Richtig krass. Also, Sheriff Hirovsky nähert sich an. Dann schauen wir mal. Bist du ein verletzter Cop? Ja, du bist ein verletzter Cop. Flieht da irgendwo jemand? Haben wir einen Flüchtigen? Wenn wir einen Flüchtigen haben, sagt mir das. Ich will ihn ja schießen. Festnehmen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Schon wieder welche? Ich wechsle mal zur Shotgun. Kann kein Fehler sein. Also.
Oh, die wurden hier offenbar zurückgelassen oder sie durchkämmen noch die Zone. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe zurück zu meinem Fahrzeug und werde den nächsten Einsatz hinter mich bringen, der lustigerweise gleich hier in der Nähe ist. Vielleicht sind das die Flüchtigen? Hm? Haben wir da irgendwo Flüchtige, Verdächtige? So, sofort aussteigen. Bitte Unterstützung. Nicht abhauen. Wow. Okay. Beschuss gleich mal. Puh, während ich das Menü hier noch offen habe. Wo bist du, Lady? Ich habe es hier mit mehreren Verdächtigen zu tun. Habe ich die erschossen? Ist die tot? Das hört sich so ein bisschen an, als würde sie gerade sterben. Wo ist meine Verstärkung? Ja, da ist meine Verstärkung. Danke. Ich hab euch lieb. So. Gut, mit Verstärkung kann man sich da ja mal vorwagen. Wo sind denn die alle? Alle tot? Alle geflohen? Also hier habe ich eine offensichtlich erwischt. Danke für die Verstärkung, Jungs. Vielen Dank. Sehr freundlich. Ich sollte mir mal einen Partner besorgen. Das ist leider noch nicht in der Mod. Was? Wo? Habe ich da einen Frauenschrei gehört? Da oben läuft eine. Die hole ich mir. Die hole ich mir. Du entkommst mir nicht. Außer du bist ein Cop. Ein Cop, der wie eine Frau schreit? Ja, ich glaube, das ist ein Polizist. Habe ich recht? Ach, du bist... ein weiblicher Sheriff. Deshalb. Habe ich hier einen Schuss im Arsch? Ich habe hier einen Schuss im Arsch. Ha. Officer Hirovsky ist so hart, der verträgt auch einen Schuss in den Arsch. Und natürlich in den Oberarm. Aber pff, Oberarm. Für Pussys. Sonst noch irgendwo Schusswunden? Nein. Aber die Sonnenbrille auch bei Nacht. Denn Officer Hirovsky ist ein cooler Typ. Jetzt schon wieder. Also, ich nehme die hier am laufenden Band an. Ich meine, ihr merkt es schon. Es ist halt noch nicht so viel Vielfalt drin in der Mod. Und ich hoffe auch, das ändert sich bald. Oh, ein Hase. Armer Hase. Also, ich hoffe, das ändert sich auch bald. Aber jetzt ist ja schon wieder entkommen. Na gut, dann fahren wir halt nach Hause. Also, was man so erlebt, ist halt doch irgendwie cool. Gerade hier am Land über Stock und Stein macht mir persönlich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Spaß, gerade noch als in der Stadt selbst. In der Stadt wäre es dann halt interessant, wenn mal mehr Callouts reinkämen, mehr Einsätze, mehr verschiedene. So, dich überprüfe ich bitte mal. Komm. Oh, Rehe. Ranfahren. Haut der hier gerade ab? Der haut gerade ab, oder? Haut er gerade ab? Ich bin mir hier gerade nicht sicher. Doch, der... Raus in den Straßengraben! Du entkommst mir nicht! Aussteigen! Sofort aussteigen! Du entkommst mir nicht! Hände hoch! Ja? Mit seiner rauchigen und gefährlichen Stimme befiehlt er der Sheriff, deine Hände in die Höhe zu strecken. Du siehst aus wie Walter White. Hast du etwa Crystal Meth gekocht? Du hast doch Crystal Meth gekocht. Auf deine Knie. Komm. On your knees, bitch. Ich habe eine Shotgun. Was hast du? Ja, ja. Sehr schön. Eine weitere Verhaftung kommt zum erfolgreichen Tag von Officer Hirovsky dazu. Wunderbar. Ja, möglichst brutal natürlich die Verhaftung vornehmen, dass die nicht glauben, die könnten hier jetzt irgendwie Mätzchen machen. Mitkommen. Mitkommen, Walter. Brav, Walter. Jawohl. Ups. Ja, einmal im Kreis. Also, Walter macht es schon ganz gut. Und Officer Hirovsky sieht cool aus, wie immer. Du da hinten, ich gehe hier auf der Straße, ich bin der Sheriff, ich darf das. Lass mich in Ruhe, leucht mich nicht an, sonst verhafte ich dich.
So. Walter, brav bleiben. Wunderbarst. Also, einmal ins Fahrzeug. Mach dir die Tür wieder selbst zu. Sehr gut. Ja, absolut korrekt. Get in the goddamn car. Und ja, dann steckt man den nächsten ins Gefängnis. Muss ich mir schon wieder suchen, wo das hier ist. Ja, hier wieder, würde ich sagen. Langsam dämmert der Morgen, würde ich sagen. Also, oder ist es finsterste Nacht? Dafür hat man immer sein Smartphone. Oh, es ist 4 Uhr. Na, bitte. Genügend Zeit, um mehr zu verhaften. Also, Walter White, fahre ich jetzt mal mit Sondersignalen ganz einfach ins Gefängnis, weil, ja, weil so. Sieht mir nach einem gefährlichen Burschen aus und ich muss natürlich sofort wieder einsatzbereit sein bei den ganzen Flüchtigen, die hier dauernd unterwegs sind. Schön. Also sorry, aber wenn einer da einen mitten in der Wüste rumfährt, eine Glatze hat und so einen seltsamen Bart, dann kann der ja wohl nur Crystal Meth kochen, oder? Warum bleibe ich beim Stoppzeichen stehen? Die STVO ist für mich außer Kraft gesetzt. Ja. Gut. Vielleicht brauche ich es auch nicht zwingend. Ich fühle mich dabei so ein bisschen schuldig. Ich fühle mich nicht schuldig dabei, Verdächtige, Bewaffnete mit einem Gatling-Helikopter. Nein, jetzt habe ich leider keine Zeit. Ups, das wollte ich nicht. Mit einem Gatling-Helikopter in die Luft zu jagen. Nein. Aber mit Sondersignal zu fahren, wenn es nicht angebracht ist, das geht gar nicht. Das, nein. Absolut unmöglich. So. Jetzt dämmert es aber wirklich schon so kräftig. Oh, ich sehe es hier hinten. Meine Stoßstange ist kaputt. Meine FPS gehen auch hier so ein bisschen in den Keller. Ich hoffe, ihr merkt es dann im Video nicht. Diese Übergangszeiten sind natürlich immer eine kleine Belastungsprobe für einen PC. Also, wieder der Justizbeamte, der aus der Luft fällt. Sehr schön. Ja, Walter White, ab in den Knast mit dir. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Ich würde doch glatt sagen, jetzt, wo die Sonne langsam wieder aufgeht, hat Officer oder Sheriff Hirofsky, haben wir ja hier, eine gute Tat geleistet, mehrere gute Taten geleistet. Er hat Los Santos County ein Stück sicherer gemacht mit seiner Shotgun und seiner Sonnenbrille. Ein einsamer Held in der Wüste. Und der darf jetzt auch seine Schicht beenden. Ich denke, das war's für die heutige Folge. Mir hat es tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt auch dieser kleine Ausflug in die Wüste mit unserem Sheriff hier. Und ja, wir sehen's. Wir sehen's, ja genau. Wir sehen uns beim nächsten Video. Also, bis dahin, ich bin der David. Bis zum nächsten Mal.